So, Männer, auf ein faires Spielzeug. Aua! Monsters of Kreisklasse. Das Spiel Monsters of Kreisklasse gegen Spielzeug wird Ihnen präsentiert von Jojo Gurette und Super Dick He-Mans in der Frische Box. Ja, aber mit der Trainer Wolle Krassmann. Wolle, nach dem Spielzeug ist vor dem Spielzeug, oder? Absolut. Eine bunt zusammengewürfelte Mannschaft, aber diese Spielfreude, die ist wirklich Weltklasse. Na dann mal Spielzeug, Spielzeug, Spielzeug. Oder wie der Engländer sagt, toi, toi, toi. Halt die Fresse. Okay. Wir steigen ein in die 18. Minute. Der Lego-Astronaut über links. Schöner, passt auf den Playmobil-Kavalleristen. Aber der kann leider, wie alle Playmobil-Figuren, seine Beine nicht einzeln bewegen und verliert den Ball an Mario. Lego mio, bist du Playmo-debil oder was, Junge? Dann der Konter. Schön, wie der Mario hier den Hula-Hoop-Reifen tunnelt. Oh, Menno, immer dieselbe Kacke. Oh, Backe. Auf Dämmer und der schließt ab. Oh, schöner Spielzeug. Spielzug. Keine Chance für das Jojo im Tor. Und der gegnerische Trainer ärgert sich. Ja, dabei sorgen ihm immer alle, dass er gerade das nicht soll. Mensch, ärger dich nicht. Oh, der ärgert sich. Ich glaube, der brennt. Dann die 27. Minute. Zweikampf. Kevin kommt zu spät gegen den Slime und erwischt ihn. Klares Foul. Gelbe Karte. Eine hervorragende Entscheidung, Herr Schiedsrichter. Sie haben so ein gutes Auge für solche Situationen. Hey, Slime hier nicht so rum, ist ja ekelhaft. Aua, Herr Schiedsrichter, der hat schon gelb. Ja, der Zeug in der Schiri gelb-rot zählt aber nicht, weil er vorher nicht Uno letzte Karte gesagt hat. Ach Mann, puh, das war knapp. Freistoß für die Spielzeuge, das ist ein Fall für die Tipkick-Figur. Die ist der Spezialist für ruhende Bälle. Jo, der Ball kommt hoch in den 16er und da steht wieder der Playmobil-Kavallerist. Playmo, das ist deiner! Ach, das ist doch alles sinnlos. Mit steifen Beinen bin ich doch zu nichts Nutze. Playmo, glaub an dich. Es gibt etwas, das du auch ohne Beine machen kannst. Einen Kopfball. Schnell, nimm die Mütze ab. Du hast recht. Ja, ich glaube an mich. Ich mache einen Kopfball. Dann war Halbzeit. Zeit für eine Bratwurst. FML. Also deine Figur, Barbie. Wahnsinn. Ja, 99, 46, 84, ne? Völlig unrealistisch. Kein Platz für lebenswichtige Organe im Unterleib. Alle kleinen Mädchen kriegen ein unerreichbares Schönheitsideal vermittelt und fühlen sich fett. Aber so ist Fußball. Wahnsinn. Und wer ist der da? Der? Den kenne ich gar nicht. Zweite Halbzeit. Der Gegner wechselt. Neu im Spiel jetzt Fidget Spinner und Beyblade-Kreisel. Jo, der Trainer setzt auf Rotation. Und die Spielzeuge drehen auf wie die Masters of the Universe. 61. He-Mans Erzfeind steigt zum Fallrückzieher hoch. Das könnte das Skeletor des Monats werden. Jo, aber stattdessen blamiert er sich bis auf die Knochen. Scheiße. Und verschwindet ins Versagerland. Ja, leck mich doch am Arsch. Ja, tschüss. Kurz darauf, Freistoß für die Borussia. Die Mauer steht. Mario läuft an und Eier, wir brauchen neue Eier. Nichts passiert, alles gut, der hat da unten nichts. Dann die 80. Looping Louis brennt Taichan vom Ball. Ja, robuster Check, aber der Schiri lässt weiterlaufen. Abseits verdächtiger Pass vom Fidget Spinner auf den Monchichi und er macht ihn. Torso reklamiert er zurecht, wie ich finde. Beschwerde, abseits, Monchichibung. Beschwerde. Ja, hau ab, Neuer. Okay. Aber der Ausgleich zählt. Und dann letzte Minute. Schuss von Demba. Tolle Parade vom Jojo. Und dann marschiert es einfach los. Was für ein Solo über den gesamten Platz. Umspielt sogar den herausgelaufenen Torso. Den muss es doch machen. Jo, aber der Dirk mit vollem Körpereinsatz und stoppt das Jojo. Und dann die schnelle Spieleröffnung von Torso. Weiter Abschlag auf Taichan. Überzahlsituation für die Borussia. Jo, aber da kommt der Beyblade Burst Kampfkreuzel. Der hat schon so manchen Gegner stündlich gespielt. Oder zerlegt er unsere Jungs mit einem klassischen Burst Finish. Nicht schön, aber so ist Fußball. Und dann überragend, noch im Fallen spielt Taichan den Ball. Und das mit seinem schwachen linken Fuß. Respekt. Mario verlängert mit der Brust und Dirk macht das Ding mit dem Kopf. 2:1. Wahnsinn. Boah, ich sag mal so, da haben alle Mannschaftsteile gut zusammengespielt. Boah, geiler Stoff, Digga. Was ist das? Bunchi Chiquita-Banane, Lumenbänder mit Bänderriss und Bügelperlen. Eine Bügelperle der Natur. Voll lecker, Digga. Das Spiel Borussia Hodenhagen gegen Spielzeug wurde Ihnen präsentiert von Deutsche Carrera Bahn. Ah!
bitte war unser Spiel gegen Spielzeuge, weil ich mir frage, wo war eigentlich dieser Mr. X von Scotland Yard? Von dem haben wir wirklich nichts gesehen heute. Naja, wie auch immer. Was war euer Lieblingsspielzeug aus der Kindheit? Schreibt mit uns in die Kommentare und auch warum. Hier ist noch der Abo-Knopf zum Abonnieren von Wumms. Nicht vergessen, auch an der Halligalli-Glocke bimmeln, wa? Denn ihr werdet ihr immer sofort und als Erste bei neuen Folgen von Monsters auf Kreisklasse benachrichtigt. Hier schräg gegenüber gibt es noch eine andere Monsters auf Kreisklasse-Folge, wa? Und darunter ist noch ein anderes verspieltes Funkvideo. Als dann, Spitzpass auf, Mau Mau, Sechszylinder sticht, ich mach einen Abgang, tschüss.